Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Börse Live. Ja, der DAX muss heute trotz einem Kursplus am Vormittag wieder deutlich federn lassen, denn nach dem IFO-Geschäftsklimaindex, der heute ja auch ordentlich unter den Erwartungen der Analysten lag, kann auch die Wall Street hier nicht überzeugen. Rote Vorzeichen hatten wir beim Dow Future gesehen. Momentan haben wir hier aktuell ganz leicht grüne Vorzeichen. Hellgrün möchte man schon fast sagen. 0,04% aktuell der Dow Jones im Plus. Und von Samir Boyadan, unserem Wolkentrader, erfahren wir jetzt, womit wir aus charttechnischer Sicht beim Dow Jones rechnen müssen. Ja, Samir, man muss sagen, positive Vorzeichen sehen hier anders aus, sowohl bei uns als auch in den USA. Womit oder worauf müssen wir denn auf welche Marken in der nächsten Zeit besonders Wert legen? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag, Johanna, einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader-Gemeinschaft. Ja, also in der Tat, letzten Endes reden wir ja schon seit Wochen, Monaten über die allgemeine Marktsituation. Der Dow Jones ist mit unter anderem der einzige Index, der bisher noch keine 10% Korrektur hingelegt hat. Die Gründe dafür, warum der Markt so stabil bleibt oder warum er auch nicht die Luft etwas rauslässt, um zumindest mal eine Konsolidierung oder eine Korrektur vorzunehmen, damit auch mal Marktteilnehmer wieder bereit sind, günstig reinzukaufen. Im Moment ist es so, dass wir auf einem relativ hohen Niveau immer wieder hochgezogen werden, aber dann auch wieder in einem Atemzug direkt abverkauft werden. Man könnte meinen, dass letzten Endes hier die FED immer wieder dazwischen grätscht, Liquidität in die Märkte reinzupumpen, dass ja nichts passiert, dass ja keine Massenpsychologie ausgelöst werden. Aber grundsätzlich, wenn Sie mich persönlich fragen, bleibe ich weiterhin äußerst bärisch den amerikanischen Markt gegenüber. Das hat natürlich den einfachen Hintergrund, dass der Markt äußerst stark überkauft ist, dass der Markt äußerst stark nach oben getrieben worden ist und dass vor allem die reguläre Angebot- und Nachfrageseite seitens der Händler absolut nicht vorhanden ist, sondern hier wird immer wieder bedingt durch die Liquidität immer wieder die Märkte gestützt zurückgekauft. Das heißt, die Fed ist der einzige Anbieter, der hier die Nachfrage stellt und somit die Märkte auch stützt. Aber sollte hier die Realität in der Tat zurückkehren, dann sehe ich natürlich den Dow Jones auf einem ganz anderen Niveau. Letzten Endes wäre es so gewesen, ohne die Fed wäre der Dow Jones auch schon längst an die Marke von 15.500 oder sogar 15.000 Punkte angekommen. Es bleibt also äußerst interessant, wie kraftvoll der Markt letzten Endes wieder zurückgekauft wird oder auch stabilisiert wird. Man versucht also letzten Endes größere Schäden aus dem Weg zu gehen. Aber die Marktbewegung, die ich jetzt hier zumindest mal auf charttechnischer Natur sehe, wir haben seit einigen Handelswochen ein Verkaufssignal bekommen, das heißt ein Regelbruch eines intakten Trends. Und somit sind diese Gegenbewegungen, die im Moment absolviert werden, lediglich weiterhin, genauso wie beim DAX auch, als technische Gegenbewegung zu kennzeichnen und nicht als Trendbewegung. Das heißt, erst wenn der Dow Jones wirklich über die Marke von 17.300 Punkte drüber hinausgeht, würde ich persönlich eine Entwarnung geben, Bereitschaft zeigen, langfristige Investitionen zu tätigen. Und solange das der Dow Jones nicht tut, muss davon ausgegangen werden, dass Kursziele weiterhin Richtung 15.8 eher als wahrscheinlich sind und sogar noch untergeordnet für eine Korrektur, und zwar eine 10% Korrektur, Kurse bis 15.300 Punkte. Das sind erstmal zwei kleine Ziele. Übergeordnet müssten wir dann schauen, wenn diese Kursziele angesteuert werden, wie die allgemeine Trendsituation charttechnisch zu bewerten ist. Ja, Samir, nach den Worten, da brauche ich fast schon gar nicht wagen, was das Produkt angeht hier, ob Sie auf steigende Kurse setzen, oder? Nur Mut. Also da können Sie ruhig die Frage stellen. Also ich bleibe weiterhin mit den Put-Schein, das heißt auf fallende Kurse durch die breite Palette, ob das Indizes sind, Aktien sind. Und auch der Dow Jones gehört weiterhin bei mir zu den Favoriten, auf die Short-Seite zu bleiben, weil wir sehen zum einen, dass wir in den letzten letzten drei Monaten keine neuen Hochs und keine nachhaltigen Hochs, geschweige denn, dass wir neue Allzeithochs gemacht haben. Deswegen ist es nur eine Frage der Zeit. Ich habe hier einen Schein rausgesucht. Wir haben einen K.O. und Basispreis von 17.700 Punkte auf der Oberseite. Das heißt, dieser Schein wäre erst dann wertlos, wenn wir diese Ziele oben erreichen. Und hier kann man ruhig mal 3%, 4% seines Gesamtkapitals einsetzen. Erst wenn der Dow Jones die 17.3 nach oben rausnimmt, bin ich bereit, die Position zu schließen. Vorher bleibt die Position im Markt investiert. Dankeschön für die Einschätzung vom Dow Jones. Samir Boyadan in Frankfurt.